So, liebe Genossinnen und Genossen, heute früh haben wir noch darüber nachgedacht, was ich mit meiner Rede alles transportieren soll. Ich will erst mal sagen, dass ich finde, dass wir eine ausgesprochen disziplinierte Veranstaltung sind, dass wir eine hervorragende Organisation haben, dass wir sowas von einem Zeitplan liegen, dass man schon sagen kann, wir bewegen uns hier im preußischen Kernland. Das merkt man dann eben doch. Es ist alles in Ordnung. Und ich werde jetzt auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen, weil ich glaube, die Wahlkommission braucht nicht so wahnsinnig lange, um diese Abstimmung jetzt auszuzählen. Das wird relativ zügig gehen. Trotzdem möchte ich zum Schluss noch einiges zum Wahlkampf sagen. Und ich möchte vielleicht damit anfangen, wir wissen alle noch gar nicht, wann diese Wahl stattfindet, weil es gibt immer noch keinen Wahltermin. Das macht es relativ schwierig, den Wahlkampf verlässlich zu planen. Und trotzdem haben wir angefangen. Wir haben im März diesen Jahres hier im Landesverband angefangen, den Wahlkampf zu planen. Und wir hatten uns vorgenommen, bis zum Jahresende also alle Personalfragen miteinander zu bereden, zu klären und abzustimmen. Ich finde es großartig, dass der Brandenburgische Landesverband diese Aufgabe mit dem heutigen Tag erfolgreich gelöst hat und möchte nochmal allen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten der Partei, aber auch allen, die jetzt auf der Liste kandidieren, herzlich dafür danken, dass Sie sich für den Wahlkampf der Partei zur Verfügung gestellt haben. Ich denke, wir haben jetzt eine Menge Gesichter, mit denen wir in den Wahlkampf ziehen können und wollen. Ich habe das Gefühl gehabt, hier auch bei der Vorstellung, dass auch die Kandidatinnen und Kandidaten das alle wollen. Das macht Mut und ich hoffe, dass das in den anderen Landesverbänden unserer Partei genauso funktioniert, wie es bei uns funktioniert hat. Das Land liegt also im Plan bei der Wahlkampfvorbereitung und der Bund ist dabei aufzuholen. Als Mitglied des Parteivorstandes weiß ich, wovon ich rede. Ihr wisst ja, es gab am Anfang einige Hürden im Parteivorstand zu überwinden, was die Diskussion der Wahlstrategie betraf. Und ich kann jetzt hier aber auch als Mitglied des Vorstandes berichten, dass wir dabei sind, diesen Rückstand aufzuholen, dass wir am kommenden Wochenende eine große Parteivorstandssitzung haben werden am 3. und 4. Dezember gemeinsam mit den Landesvorsitzenden, mit den Landessprecherinnen und Landessprechern und den beiden Fraktionsvorsitzenden. Auf dieser Beratung wollen wir die Wahlstrategie verabschieden. Das sieht so aus, als wenn wir das diesmal gemeinsam schaffen werden. Es wird den Entwurf des Wahlprogramms geben, der im Januar dann von den beiden Parteivorsitzenden vorgestellt werden soll. Und es wird abschließend geklärt werden müssen, so hoffe ich jedenfalls abschließend, die Frage der Spitzenkandidaturen, die sich ja im Moment noch als besonders kompliziert darstellt. Wir werden also in den nächsten Wochen ausreichend Stoff zur Debatte haben. Ich hoffe, wir diskutieren vor allem über die Wahlstrategie und das Wahlprogramm und weniger über die Frage der Spitzenkandidaturen. Hier möchte ich nur meine persönliche Position deutlich machen. Ich möchte, dass wir einen Kompromiss zwischen der Fraktions- und der Parteispitze hinkriegen, in der deutlich machen, dass alle gemeinsam für eine starke Linke kämpfen und persönliche Eitelkeiten nicht unser äußeres Erscheinungsbild bestimmen sollten. Ich glaube, das ist zentral wichtig. Weil es ist nicht so wichtig, ob auf Platz 1 der steht oder auf Platz 2 der, sondern es ist wichtig, dass alle, die auf den Plätzen stehen, gemeinsam die gleiche Politik nach außen vertreten. Nur dann haben wir im Wahlkampf auch gemeinsam die Chance, ein starkes Ergebnis einzufahren. Der Bundesvorsitzende, der Parteivorsitzende hat hier vorhin gesagt, er möchte, dass wir ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Wer ein zweistelliges Ergebnis haben möchte für diese Partei, der muss bereit sein, alle Gruppen in der Gesellschaft, die links wählen wollen, auch die Möglichkeit zu geben, das tun zu können. Und zwar sowohl durch das Programm als durch die Strategie, als auch durch das Personal, was antritt. Wir sind eine plurale Partei. Es gibt sehr unterschiedliche Gruppen in dieser Gesellschaft, die bereit sind, uns zu wählen. Nicht alle diese Gruppen sind konfliktfrei miteinander zu verbinden. Das wissen wir aus unserer eigenen Parteipraxis. Und nur wenn wir es schaffen, diese auch zum Teil heterogenen Gruppen, die uns bereit sind zu wählen, im Wahlkampf zusammenzuführen, zu motivieren und davon zu überzeugen, dass es trotz zum Teil auch widersprüchlicher Interessen trotzdem lohnt, gemeinsam die Linke zu wählen, werden wir dieses zweistellige Ergebnis erzielen können. Und ich erwarte von allen Kandidatinnen und Kandidaten der Partei, egal ob an der Spitze oder am Ende von der Liste, dass sie gemeinsam für dieses Ziel kämpfen und dass sie auch gemeinsam genau diese Botschaft ausstrahlen, liebe Genossinnen und Genossen.
In der Wahlstrategie von Matthias Höhn, die die Überschrift hat, Hoffnung statt Angst, und ich glaube, das habe ich vorhin schon ausgeführt, steht genau das alles drin. Da steht auch alles drin, was Bernd hier schon gesagt hat, was die Schwerpunkte unserer Wahlkampfführung sein sollen. Es ist klar, wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir werden alle die Fragen, die Bernd hier aufgezählt hat, auch in das Zentrum des Wahlkampfes stellen. Wir sind die Friedenspartei. Das sind wir, das bleiben wir und das müssen wir auch bleiben, weil es stimmt, wenn wir das nicht mehr sind, sind wir auch nicht mehr als Partei. Und das will hier keiner. Das ist ganz zentral, weil es auch nochmal nachgefragt worden ist. Das ist unsere Position. Und wir wollen den sozial-ökologischen Umbau dieser Gesellschaft als eine zentrale Forderung, die wir stellen müssen, wenn wir zukunftsfähig sein wollen, auch in der digitalen Gesellschaft, wie Anke hier heute bei ihrer Kandidatur schon gesagt hat. Diese Umbrüche sind gewaltig, sie sind mit gewaltigen Verwerfungen verbunden und wir werden diese Verwerfungen nicht bewältigen, wenn es nicht gelingt, deutlich zu machen, dass die Linke eine Partei ist, die gegen den Neoliberalismus, gegen die neoliberale Politik, die in dieser Gesellschaft dominiert, anzutreten und bereit ist, sie zu verändern. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Das müssen wir schaffen. Und wer das will, der muss die Große Koalition ablösen und der muss dagegen kämpfen, dass die Große Koalition durch noch rechtere Kräfte ersetzt wird. Das ist die zentrale Herausforderung, vor der wir stehen. Das wird ein harter Wahlkampf, weil wir werden es zum ersten Mal seit 1945 damit zu tun haben, dass hier in Deutschland eine rechtsextreme Partei in den Deutschen Bundestag einziehen wird. Die wird uns herausfordern, liebe Genossinnen und Genossen. Und trotzdem, und das ist ganz wichtig, dürfen wir uns nicht darauf einlassen, dass diese Partei alleine gegen alle anderen stehen kann. Wenn wir diesen Eindruck zulassen, dass die AfD die Partei ist, die gegen alle anderen steht, haben wir den Wahlkampf schon verloren. Das dürfen wir nicht zulassen, sondern wir müssen deutlich machen, es gibt innerhalb des Spektrums der jetzt im Bundestag vertretenen Parteien so erhebliche Differenzen, so erhebliche Unterschiede in der Politik, in der politischen Praxis, in den politischen Alternativen und Antworten, dass es nicht notwendig ist, AfD zu wählen in dieser Gesellschaft, um Alternativen deutlich zu machen, sondern dass man das tun kann, indem man die Linke wählt. Wir werden eine Diskussion um Rot-Rot-Grün haben. Darüber müssen wir uns nichts vormachen. Und ich sage es hier nochmal ganz deutlich, 90% unserer Wählerinnen und Wähler wollen, dass wir regieren. Aber sie wollen natürlich nicht, dass wir regieren um jeden Preis oder um die Aufgabe unserer Identität, sondern sie erwarten, dass, wenn wir regieren, wir auch in der Lage sind, das, was wir im Wahlkampf versprechen, durchzusetzen, dass wir bereit sind, nachhaltig die Politik in diesem Lande zu verändern. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, muss auch unsere Botschaft sein, weil wir einerseits diese Wählerinnen und Wähler natürlich auch für uns mobilisieren wollen, weil wir zweitens auch deutlich machen müssen, dass wir bereit sind, unsere Politik durchzusetzen, wenn wir dafür stark genug sind, dass wir auf der anderen Seite aber auch klar machen, unsere Politik durchsetzen heißt eben auch, dass sich andere ändern müssen, sonst wird das nicht stattfinden und wir sind nicht die besten Taschenreserven für andere Parteien, sondern wir treten für unsere eigenen politischen Ziele an. Wir machen unseren eigenen Wahlkampf. Wir wollen als Linke stark sein. Wir sind nicht die Reserve anderer Parteien. Das wird eine ganz wichtige Botschaft in diesem Wahlkampf sein müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, zum Abschluss. Wir werden in diesem Wahlkampf sehr viele traditionelle Wahlkampfmittel verwenden, die ihr alle kennt, vom Plakat über den Flyer, die Zeitung, den Kinospot etc. etc. Das wird alles das ganz Normale sein, so wie wir es auch in den vergangenen Jahren als Wahlkampf immer wieder praktiziert haben. Wir müssen aber uns auch im Wahlkampf darauf einstellen, dass die Gesellschaft digitalisiert wird. Wir müssen also auch darüber nachdenken, mit welchen Wahlkampfmitteln können wir in den Social Medias, im Internet und insgesamt tatsächlich agieren. Wie können wir auf diesem Weg auch junge Wählerinnen und Wähler oder auch Wählerinnen und Wähler im ländlichen Raum, sofern sie ans Internet angeschlossen sind, erreichen? Und ich glaube, dass das etwas Neues ist, was wir gemeinsam zu bewältigen haben. Aber das gehört zu einer Aufgabe einer Partei, sich solchen Herausforderungen zu stellen, den Wahlkampf auch zu modernisieren. Nur wenn wir ihn modernisieren können, können wir ihn auch verjüngen, können wir jüngere Wählerinnen und Wähler ansprechen. Wir brauchen sie nicht nur als Wählerinnen und Wähler, wir brauchen sie als Mitglieder. Und wir müssen alles unterlassen, liebe Genossinnen und Genossen, was uns diese jungen Genossinnen und Genossen oder diese jungen Wählerinnen und Wähler wieder abspenstig macht. Weil sie sind die Zukunft dieser Gesellschaft, sie sind die Zukunft dieser Partei und wir brauchen sie über den Wahltag hinaus.
In diesem Sinn bin ich optimistisch. Wir werden das schaffen, und zwar besser als die Kanzlerin, weil wir nicht nur diese Losung haben, sondern auch tatsächlich konkrete Lösungsansätze, wie wir das schaffen wollen. Und ich bin optimistisch, wir werden ein gutes Wahlergebnis erzielen. Ob wir das von 2009 wieder schaffen, will ich hier nicht versprechen. Aber ich finde, 20 plus X ist für Brandenburg ein sehr ehrgeiziges Ziel. Darum sollten wir gemeinsam kämpfen. Mit dem heutigen Tag haben wir die Chancen dafür verbessert, das auch erreichen zu können. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön. Applaus